Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to this concert as part of this year's Youth Festival Orchestra, Youth Orchestra Concert Festival. And first of all, I have to apologize for being late. We had a lot of troubles in rehearsing. So we want to apologize, and all I want to say is we hope you have a very pleasant evening with music. And now I'd like you to give some welcome applause to the orchestra on the stage, which is due for the first part of the program. Darf ich jetzt um einen kurzen Begrüßungsapplaus oder auch heftigen Begrüßungsapplaus für das erste Orchester auf dem Podium bitten? Es ist die La Salle Peru High School Band. Als Dirigent betritt nun das Podium, as conductor on the podium now, Mel Pontius. Und der erste Teil dieses Programms wird begonnen mit einem Marsch von Richard Maltby. Er ist der US Navy gewidmet und trägt den Titel Hail to the Fleet. Thank you.
Noch eine weitere Komposition in konzertanter Art, der symphonische Tanz Nummer 3 von Clifton Williams mit dem Untertitel Fiesta, also eine Art von Latin Flavor, also lateinamerikanischer Einfluss. Symphonischer Tanz Nummer 3 von Clifton Williams. Thank you.
Die La Salle Peru High School Band spielt nun wieder unter der Leitung von Mel Pantius. Das nächste Stück ist von Cesar Giovannini und heißt Jubilance. Es soll ein bisschen Zeitkolorit insofern interpretieren, als es Themen nur anreißt, sie aber nicht durchführt. In dieser Form also eine gewisse Charakterisierung unserer hektischen Zeit. Jubilance von Cesar Giovannini. Thank you.
Mel Pontius hat nun eine kleine Pause. Ans Dirigentenpult der La Salle Peru High School Band aus Illinois tritt nun der Assistant Director Tom Swain. Er dirigiert die beiden folgenden Nummern. Zuerst ein Marsch von John Philip Sousa, aber noch nicht Stars and Stripes Forever, sondern er hat auch noch andere Märsche geschrieben. Einen zum Beispiel Riders for the Flag, ein Marsch, der der Kavallerie gewidmet ist. John Philip Sousa war lange Zeit Leiter der Marine Band in Washington, D.C. und ein begeisterter Pferdefreund. Riders for the Flag von John Philip Sousa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Auditioned for it.
serious thing. And we found out the results, and I won a $750 scholarship. Oh, that's terrific. Well, I was very pleased. Hello? Hi, Randy. Hello? Now, what were we talking about? Over? No, just I think we got to the point where you were telling about your scholarship. Okay, I don't remember exactly where I was. There were four people out of probably 3,000 who were picked through their tape auditions to receive this scholarship. It's worth $1,000. Oh. Of a piece, and it's for. Study and music, it has to be used in school. And like I said, four people got it. There were other people who got scholarships. I think there were somewhere 150, 500, and 100,000. So I guess that was pretty lucky. Well, things have moved pretty fast today. We've got a whole crowd around here that want to say hi to you. Uh-huh. Everybody's home. I can see Wendy Wyman, Cindy Chamberlain, and here's Paul Mahalski. Come on to the walks. Jerry Kearns and Putch, Shelley Krzyzewski, Paula Ambrose, Jay Marinsky over there, Karen Hansen, Judy Suarez, Tom Swain, Dum Dum, and Bob Simpson. We're all here to say hi to you. Okay, ready? Ready. Here you go. 1, 2, 3. Hi. There. That was them. Tell him I said hello. he says hello. Listen, we're real thrilled with the way the band went over here and what they've done. And I hope that the community back there knows what we've done and realizes that we've represented them ably and well. Ein paar Worte nur zur Band noch, La Salle Peru. La Salle und Peru sind Zwillingsstädte in Illinois und sie sind eigentlich nur durch eine Straße voneinander getrennt. Beide haben etwa 10.000 Einwohner. Joy heißt die folgende Komposition und ist von Robert Logan. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Robert Logan ist ein Komponist aus dem Staate Illinois. Die La Salle Peru High School Band unter Mel Pontius mit Joy von Robert Logan. Thank you.
Thank you.